Heute befindet sich direkt im Anschluss an den Motorikpark in Burghausen bislang nichts als Wiese und eine Schotterfläche. Genau auf dieser steht eine große Veränderung an. Der Stadtrat hat entschieden, es wird ein großes Projekt geben. In Burghausen wird ein Skate- und ein Bikepark errichtet werden. Das Großprojekt wird im Bereich von 350.000 Euro angesiedelt sein. Landesförderungen werden hierfür noch beantragt. Die Idee, in Burghausen einen neuen Skatepark und daneben einen Bikepark zu errichten, ist einzigmalig für die ganze Umgebung der Region. Der aktuelle Skatepark ist vom Platz relativ beschränkt und wird durch die Neuanlage komplett vergrößert und hat neue Möglichkeiten für Sprünge, für natürlich die Jugend, die tendenziell immer in einem Skatepark anzutreffen ist, aber auch für alle jung gebliebenen Skater, die natürlich schon ein bisschen älter sind mittlerweile. Ein Bikepark hingegen, den gibt es in der ganzen Umgebung auf der bayerischen Seite nicht. Ja, und damit stellt Burghausen wieder ein neues Projekt auf die Füße für eine Zielgruppe in einem modernen Freizeitsport, das es weit und breit nicht gibt. Ein Bikepark ist ein Gelände, eine geführte Tour mit verschiedenen Hindernissen und somit trägt die Stadt auch aktiv zum Naturschutz bei. Denn alle, die gerne mit ihren Mountainbikes über schnelle Steigungen fahren, haben nun mit dem Bikepark auch ein richtiges Anlaufgelände und müssen nicht in den Auen an der Salzach in der Nähe von Reitenhaslach mitten durch die Natur fahren, sondern können hier in Zukunft den Bikepark nutzen. Sobald es weitere Informationen zum Auftakt des Planungsverfahrens und Bauvorhabens gibt und wann die Baustelle beginnt, wir werden für Sie berichten.